So, und da sind wir auch schon wieder zurück zu einer neuen Folge GTA 5 mit dem Michael hier. So, wir brauchen auf jeden Fall erstmal ein Auto. Die Frage ist, können wir uns hier einfach eins nehmen? Da ist der Heli von letzten Mal. Oh ja, na gut. Hat jetzt... Hat jetzt alles gesagt nicht so geklappt, wie wir es wollten. Ich versuche mal den Bullenstall abzuhängen. So, irgendwo hin, wo sie uns nicht erwischen. Scheiße. Ach, Alter, die Bullen sind manchmal schon ein bisschen nervig. Ach, Mann. Also gleich in der ersten Folge gleich wieder vor den Bullen abhauen. Das tut mir jetzt schon leid. Sind wir genau hinter uns, ne? Ach, Alter, leck mich doch am Arsch. Na, super. Wir kommen nicht so schnell los. Hey, you selfish prick! Scheiße. Natürlich toll. Ach, Alter. Gleich die ersten 2 Minuten und wir müssen ja vor dem Bull abhauen. Und schon wieder eine längere Folge machen. Ach, Alter, das kotzt denn an mit den scheiß Bullen. Ja, komm, leck dich doch am Arsch. Ja, genau, 3 Bullen waren, ist klar, Freunde. Als hätte ich nicht genug Probleme. Nein, es müssen ja 3 Bullen waren. Ach, Alter. Mann! Ey, Alter, leck mich doch am Arsch. Das darf doch nicht wahr sein. Plus wegen den Scheiß. Ach, Alter, leck mich doch fett am Arsch. Ja, das war's. Ach, Alter, leck mich doch am Arsch. Das darf doch nicht wahr sein. Mann! Ach. Ja, beginnt super die Folge, ganz ehrlich. Ach, Mann. Scheißladen. Na komm, jetzt mach mal hin. Alter. Jetzt brauchen wir trotzdem wieder Wagen, ey. Das mit den scheiß Wagen, das ist ein bisschen scheiße gelöst hier bei GTA 5, ganz ehrlich. Dass man die einfach hier nicht nehmen kann, weil man kleinen Bullenstamm bekommt, denn die Bullen hängen natürlich gleich am Sack. Ach, Mann. Ich warte mal, bis er aufhört zu blinken, ja. Dann fahren wir mal zum D, würde ich sagen. Genau. Fahren wir zum Dennis. Machen wir es einfach mal. Mal gucken, was der Dennis für ein schönes hat. Ja, natürlich hab ich wieder ein Bullenchen. Alter, willst du mich verarschen? Boah, ich krieg Pickel. Ja, da oben ist ein Bullenwagen. Alter, ganz einfach. Alter, willst du mich verarschen? Warum fahren denn die ja auch alle beschissen, ey? Scheiße. Boah. Das darf doch nicht wahr sein, Alter. Bullenwagen in der Nähe. Da hinten irgendwo. Ich fahre jetzt einfach hier. Ja. Alter, willst du mich verarschen? Das ist doch scheiße.
bekomme Pickel. Ganz ernsthaft, ich bekomme Pickel. So, jetzt geh weg, Bullenstand, bitte. Flehe dich an. Ach, Alter. Na, endlich, Alter. Meine Fresse, Alter. 5 Minuten wegen den Scheiß hier vergeigt. Ach, es tut mir jetzt schon leid, Freunde. Sorry. Ach, Mann, 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 Mann. Fahren wir jetzt ein bisschen schneller. Es war die Gefahr, dass schon Autoramme größer, aber ja, Ausfahrtsverfahren natürlich. So, jetzt aber. Komm. Mann, Mann, Mann. Also manchmal, ne? Also schon so. Okay. Hello? Slick! Oh, you must be Michael's boy! Oh, man! Sometimes enlightenment, it can be a real bitch. Good to meet you. Yeah, likewise, homie. We hear you're a competent repo guy, yes? This is kind of like a little hobby of mine, requisitioning the underappreciated possessions of my contemporaries for some wealthy communists in China who will value them much more. What? Robbing my so-called friends, Slick. Why? Why? Because they have things nobody else has, because they can afford it, because frankly, I'm rich enough to do whatever the fuck I want, and you're poor enough not to ask me any goddamn stupid questions. Now, I mean that as a friend. Namaste. That's a nice fucking speech about the value of friendship. Oh, of course, you must be the creepy one. That's coming from you, please. What's going on? You're gonna dress up as traffic cops, and you're gonna rob 2 trust fund kids that I know and dislike intensely. Why? We can get a good price for the vehicles in Asia. Look, complete the work, you'll all be well paid. You're late, sugar tits! Yep. So what's going on? Oh, you finally get to realize your childhood dream and dress up as a cop! Mr. Weston's research team suggests the 2 boys like to ride on the Sonora Freeway. Sounds manageable. Hey, you two get going. Ooh, let's go, T. Dog, I don't know if this shit is for me, homie. My life's already way the fuck out of control. All right, look. I'm a Darwinist brother, all right? Some prosper and some struggle. Now, are you out of your goddamn mind? This is your lucky break. Choose. Now, are you gonna do this, or have you simply found your level in life? I guess we'll find out. Yeah, I guess we will, homie. Alter, hat einen geilen Wagen, das ist ein Bugatti, ne? Alter, Finne, steig in das Auto, natürlich. So, vorher nochmal den hier. So, und los geht die Reise. Wir müssen also zur Tankstelle fahren. Okay, was machen wir jetzt? Das machen wir jetzt einfach, ne? So, einmal abbiegen auf die Autobahn, auf die A14. Aha. Ist ja die USA, ist der Highway, obwohl es ja nicht der richtige Highway ist. So, bin ich richtig? Ja, sieht immer so falsch aus. So, war nicht runterfallen. Das war natürlich jetzt gewesen. Hätte ich den ganzen Weg nochmal abkreisen müssen. Zum Glück haben wir ja ein schnelles Auto, ne? Also, boah. War der eine Bugatti, der war schon schlecht, ne? Das war schon ein geiles Gefährt. Alter, ist der Stau oder was? Hey, Frank. Hey, I'm nearly with these dudes, man. You guys comfortable on your end? Yeah, I guess. We look pretty ridiculous. All right, man. Look, I'll see you soon. Yeah. We'll pick you up coming through Grape Seed. Get the drivers there and get them going at speed.
Alter, hier ist Haufen Verkehr, ey. So, dann einmal hier hoch. Und dann sind wir auch schon da. I'm telling you, 2.7 millimeters. What the fuck does 2.7? Hey, how about we see which one of you two is for real? So get in your cars and let's see if they move as fast as your mouth. Ooh, the fool wants to race us. We were just getting out of here anyway. All right. Ein Rennen oder was? Oh nein. Vor allem, wie soll ich das Rennen machen, wenn keine Linie da ist, hä? Alter, wie schnell sind die? Alter, komm schon hier, naja. Oh Gott. Scheiße, jetzt hast recht nicht. Ach, Alter, Mann, da. Nein, 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 nein. Das gibt's doch nicht. Scheiße. Wo ist denn hier auch so viel Verkehr, Alter? Was ist denn dran? Na, super. Schön. Einfach schön. So, die Frage ist, wo lang sind die gerade? Okay, die sind dort, da. Boah, Alter, warum ist denn hier auch so viel Verkehr? Das war so klar, dass hier so viel Verkehr jetzt ist. So, davon haben wir sie wieder. Wir haben sie noch nicht ganz verloren. Alter, 12 Busse, natürlich. Als hätte ich nicht andere Probleme. Wie soll ich denn die im Himmelswillen einholen, Alter? Na, das ist mir ja ein Rätsel. Ne, jetzt im Ernst, wie soll ich die einholen? Oh, Alter, ich fahr ja mal wieder, ja, als hätte ich einen Schnaps gesoffen. So, ich folge dann einfach mal. Ich sehe auch keine Linie, wo ich lang müsste, wenn ich die überholen müsste. Frage, ich kann die auch, glaube ich, gar nicht überholen. Und es war ja was mit Polizisten, die verkleiden sich dann als Polizisten, habe ich gehört, auf den Motorrädern, okay. Also hier Trevor und Michael. Und ich muss die einfach hier rauslocken, oder was? Ich weiß es nicht. Oh. Scheiße. Das war der. Ah, super. Das ist ja toll. So, den ersten haben wir schon mal überholt, okay. Okay. Hey, we coming up now, man. Be there in a few seconds. Got it. Ah, ja, ich hab's ja gesagt. I'll tell you about that later. Okay, dann müssen wir jetzt hinterher. So, natürlich auf Blaulich anmachen. Oh, cool. Ich war bei der Polizei. Ein Kindheitsfreund wird wahr. Ist ja vor uns gesagt, dann hier, Trevor. Boah, Alter. Scheiße. Boah, Alter. Boah, Hilfe. Alter, wir fahren den Trevor. Wir fahren den Trevor lang. Hey, don't worry about me. Alter. Wow, Alter! Wow. Wo soll ich denn hier lang? Was soll das denn? Alter! Steig auf das Polizeimotorrad. Doch, willst du mich verarschen, bloß weil ich. Na, no, ich krieg einen Vogel, ich krieg die Pickel, ich krieg alles. Ach Mann, das darf denn nicht wahr sein, bloß wegen den Scheiß. Das ist natürlich der Nachteil, Motorrad. So, ich hoffe, der lädt jetzt die Station hier, wo ich gerade auf dem Motorrad bin. Ich hoffe es einfach mal. Jawohl, okay. Ja, aber warum fährt denn der dort lang, Alter? Das ist doch scheiße. They're too far ahead. We gotta catch up to them if we want them to stop. Suspect has entered the Braddock Tunnel. Officer T maintains his pursuit. Fahr mal die Strecke hier. An die Länge auch gleich rüber. Das ist ja der Schmansinn.
don't think they can hear the sirens. We've got to get close. Ich konzentriere mich mal ein bisschen, weil ich gerade hier... Ah! Nein! Nein! Where are you going, Michael? We gotta catch these guys! Scheiße, das gibt's doch nicht, Alter! Leckt mich doch Marsch! Ich glaube, ich muss die Sirene ausmachen, weil ich glaube, da fahren die Idioten bloß rüber. Scheiße! Ah! Mann! Warum die einfach nicht stehen bleiben, die Ärsche? Die fahren einfach rüber zu den Streifen, zu den Motoren. Ach, Alter, das ist Hörnies. Also die KI hier bei GTA 5 mit dem Autofahren hat sich immer noch nicht geändert. Allgemein bei GTA ist immer so. Ich mache jetzt mal nicht die Sirene an. Ich hoffe mal, ich darf das. Weil das ist ja bekloppt, Alter. Ja, fährst ja dagegen, ey. This one's on the side of the road. I'll stay on him. Now come if you can handle it. Alter Mann, das ist doch scheiße. Leckt mich am Arsch. Mission gescheitert. Scheiße, leckt mich am Arsch. Das darf doch nicht wahr sein. Boah, ich krieg Pickel. Das ist doch scheiße. Mann. So, kommt nochmal, das schaffen wir. Die scheiß Autofahrer auch, ey. Warum fahren denn die auch rüber? Das ist so ein Bullshit. They're too far ahead. We gotta catch up to them if we want them to stop. So, ich versuch's jetzt nochmal. Officer T maintains his pursuit. Alter, wenn ich die Autofahrer sehe, dann komm ich hier. Alter Mann! Ach, das ist doch scheiße, Freunde. Was soll denn das? Officer down. Kann ich nochmal machen, ganz ehrlich. Leck mich am Arsch. Ah, ich fahr jetzt einfach mal, ich versuche jetzt mal einfach auf den Strandstreifen da drüben zu fahren, weil da fahren ja keine Fahrzeuge. Es tut mir wirklich leid, Freunde. Wenn, dann überspringt ihr bitte den Teil, weil so macht es natürlich keinen Spaß. Tut mir natürlich selber leid. Ach, Mann. Das ist aber auch ein Scheiß, ey. Warum müssen wir auch in der Gegenrichtung fahren? Also ganz ehrlich. This one's on the wrong side of the road. I'll stay on him. Now come if you can handle it. Ich fahr jetzt mal auf den Streifen hier, ganz ehrlich. Der Trevor, da bekommt das natürlich hin, der Arsch. Aber wir natürlich nicht. So, ich hoffe mal, das geht. Die Frage ist, wo ist denn der jetzt? Okay, jetzt sind wir wenigstens wieder hier. Boah, Alter. Am I gaining on them or is that my imagination? Das hier ist aber auch nicht gerade ungefährlich, was wir hier machen. Our patience will be rewarded. Stay with them. So, wir müssen aber die einbekommen irgendwie. Scheiße, das ist ja hier scheiße. Warum ist denn hier sofort Verkehr? Ach, Mann. Das ist auf jeden Fall nicht leicht, Freunde. How far are they taking us? I can swear we've circled half the state. I'm on them. Coming up on Toledo Bay. We might gain some ground on them. Frank's still on them. The dickheads probably want him to stop and take the heat. Move aside, Michael. We're on police business.
müssen wir auch irgendwie einbekommen hier, ey. Das gibt's doch nicht. Alter. Mann, warum sind hier so viele Fahrzeuge? You're doing all right back there, partner. Just keep on them, I'm coming. Ich komm da nicht hinterher. Das ist viel zu schnell, der Trevor. Scheiße, ich glaube, das schaffen wir auch nicht. Wir müssen die hier einbekommen. Leckt mich doch am Arsch. Nein. Alter, hier, genau hier. Nee, das war's wieder. Alter, leckt mich doch am Arsch, ganz ehrlich. Was soll denn das? Das gibt's doch nicht. Alter. Ja, ist auf jeden Fall ein Traum, also muss man ja mal sagen. Also, boah, Respekt. Ach, Mann. Nee, sorry, also bei aller Liebe, das geht nicht. Was ist denn überhaupt, wenn ich auf der Straße hier bleibe? Ich folge mal nicht Trevor, ich folge jetzt einfach mal der Straße. Mir scheißegal, wenn der einfach abbiegt. Weil was soll denn das, Alter? Ich... Das ist doch ein Vogel. Was der Trevor da anstellt. Ich hoffe mal, das geht. Ich mach's jetzt einfach mal hier, ey. Ist mir scheißegal. Ich fahr doch nicht die ganze Zeit auf der Straße. Wir wissen ja, Trevor ist lebensmüde. Da sehen wir schon den ersten Beweis. Da ist er schon. Oh! Alter! Ich kann aber auch nie mit dem Motorrad fahren, ey. Das geht doch nicht. Alter, macht nicht so einen Scheiß. How you doing, T? We gotta hang in there. Alter, warum ist denn der auch so schnell? Good things come to those who wait. Stay on them, T. They'll stop eventually. Warum sind hier so viele Autos? Traffic might slow them down. Ei, ei, ei. Das kann ja heiter werden, Freunde. Southern San Andreas before they stop. Franks at the back. I think they want him to stop and take the booking. Ich glaube, ich hätte mal die FPS-Zahlen hochstellen können oder runter. Weil das hakelt hier. Let's do this. Let's get him. We're coming back for you, Biker. So, Alter, ich hoffe, ich bekomme die jetzt mal. Fischgesichter. Finally, it looks like they're slowing down. Over to the side of the road. Die sind einfach zu schnell, das gibt's doch nicht, Alter. Warum sind die schneller als ein Polizeimotorrad? Das gibt's doch nicht. Ach, Alter, na endlich. Oh, wir haben es geschafft, Freunde. Wir haben es geschafft. Oh, Alter, ich freue mich ein zweites Loch in den Arsch. Yeah, fuck you too. You know how fast you were going? Gee, I don't know, officer. I try to keep it under the limit. Well, you and your boys look like you were drag racing from where we are sitting there, so why don't you get yourself out of the car? Come on. Officer... Officer, this officer. Yes, it is. Get on. Come on. Hands on the car. Let's go. Come on. Get out of the fucking car. Hey. Hey, hey, hey. What are you doing in the fucking car? Us. All right, we got to make sure. Get out of the fucking car, you pint-sized prick. You, you little shit. Get the fuck out of here. Go on.
fahr zur Werkstatt. Oh. Yes. So können wir auch. I know that voice. You're that Johnson's Johnson. Molly Schultz, Senior Vice President and General Counsel to Devin Weston's Holding Company, if that's what you mean. Oh, keep talking. I'm enjoying this. Let's assume you're talking about the cars. Bring them to Hayes Auto on Little Big Horn in South LS. Mr. Weston and I will meet you there. Don't hang up. I think I love you. Hey, man, you know how hard it was to try snoring up the stable these fools? Let's have a real race. Devin's lonely lawyer says go to Hayes Auto in South LS, so that's where I'll be waiting. We'll see about that. So ich will natürlich Erster sein. Natürlich klar. Auf jeden Fall ein paar schöne, schnelle Kochen haben wir hier. So, was ich jetzt mal ganz kurz mache, sorry, ja, so kann ich nicht fahren. Wenn ihr FPS da nicht stimmt. So, das sieht noch mal ein bisschen besser aus. So, naja gut, ich habe jetzt nicht so... Achso, die reden immer noch. So, jetzt kann ich auch wieder labern. Jetzt haben sie abgehört, da hoffe ich mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zu der Werkstatt fahren. Oh, Alter! Wir haben Stehlen weggefrühstückt. Alter, habt ihr es gerade gesehen? Alter, nur auf meinen Channel, Freunde. Weil wieder gerade abgehoben ist, ne? Ich weiß immer noch, Alter. So, na gut, dann haben sie aber. Auf jeden Fall waren da gerade die Bullen. So, und die sind dicht hinter uns. Alter, ich will Erster sein, Erster. Nein! Ach, Alter, Gott sei Dank. Da kommen sie auch schon. Gentlemen, I love you all. Oh God, this is gonna be fantastic. One kid and two old creeps. Who the fuck would have thought it? Gentlemen, move the vehicles. Hey, give me 5, 5, and 5. Oh, hey, chest kiss, homie. Boom. Dog, come on, man. You got the fucking paper? Abso-fucking-lutely. Look,
You finish the job, you get the paper. But the order was for 5 cars. If I'm not mistaken, that's only 2. Just give me the fucking money now! Oh, I'm so scared. I really, really am. But you know what? I'm a payment on completion of work type of guy. You don't like the job? Take a fucking walk. Like, come on, man. Hold on. So what's next, man? Well, it's the Z-type. Chad Mulligan. Lay it on him, kid. Mulligan's a record producer. He's going through a messy divorce. He's hiding his valuable assets, including the car, so that makes it complicated. He'll clock any ground surveillance we run. All we've got to go on is that the car's in a lockup in Howick. So we just go house to house? Not quite. We have access to an LSPD helicopter. The computer on board can ID pedestrians from a chip in their driver's license. Find Mulligan and Howick, follow him to the lockup. Someone on the ground collects the car. All right, so who does what? You're not needed for this job. Phillips, you're in the chopper. Clinton, you're on the ground. Yeah, I don't understand the deal between you two. Yeah, well, I don't understand the deal between you two either. But you know what? Life is just one long mystery. Bye-bye, gentlemen, and stay spiritual. Oh, and Michael, I'll be in touch about your friend, Solomon. All right, good. Ach, endlich raus aus den scheiß Bullenklamotten. So, bestanden gegen das Gesetz. Na gut, Freunde, ich mache jetzt aber erstmal einen kleinen Cut hier und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei GTA 5. Bis dahin, Freunde. Tschüssi, Koski.